Da haben wir es ja doch nochmal gesehen. Ja, und hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tokyo School Life. Und ja, in dieser Aufnahme, die ich jetzt hier am Mittwoch, kurz bevor ich für ein paar Tage in die Heimat fahre, aufnehme, muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier 4 Folgen hintereinander schaffe. Gestern am Dienstag habe ich leider nichts geschafft aufzunehmen, weil ich ganz vergessen hatte, dass ich mich da am Abend mit jemandem verabredet habe. Und ja, deswegen muss ich jetzt das Ganze heute hier versuchen nachzuholen. Wenn ich jetzt doch nur 2 oder 3 schaffe, dann tut es mir leid, wenn am Wochenende mal ein kurzer Ausfall sein wird, wie gesagt. Und ansonsten sind wir jetzt hier noch an einem geheimen Spot, an einem Seitenschrein, Teilschrein von dem Tomoe-Schrein, wo wir mit Sakura hingegangen sind, die uns hingeführt hat, die den als geheimen Spot kennt, um jetzt das Feuerwerk zu betrachten. Ich hoffe mal, dass wir dann und wann nochmal eine kleine Farbenexplosion hier im Hintergrund sehen werden, wie am Anfang von der Aufnahme hier. Und ja, hoch am Himmel, da sind die großen Blüten des Feuerwerks und ja, also die, beziehungsweise die ganzen Explosionen, die wie riesige, richtig bunte Blumen eben erblühen. Wollte ich nur mal gerade genießen, weil das so ein schönes Hintergrundbild ist. ja, was ich noch sagen wollte, weswegen auch gerade in Japan eben immer beim Feuerwerk die Verbindung mit den Blumen auch immer so da ist. Das sieht für Japaner eben, wenn es sich dann so rund ausbreitet, die ganzen Feuerwerkseffekte und dergleichen, sieht für Japaner eben wie brennende Blumen, wenn man so im Prinzip möchte, aus. Also oder ja, brennende Pflanzen, irgend sowas in die Richtung. Deswegen entsprechend auch die Vokabel, beziehungsweise die Kanji, aus denen es besteht, Hanabi. Werde ich bestimmt vielleicht nochmal zeigen, wenn es hier oben auftaucht. Ansonsten eingeblendet haben. Hanabi, also Hana ist ja wirklich Blume, Pflanze. Und das Bi ist von Feuer entsprechend. Daher auch eben dieser, ja, diese Metapher oder diese, nicht Alliteration. Wie nennt sich das dann? Auf jeden Fall eben diese Verbindung, die da geschaffen wird. Tja, der offene Himmel macht dies hier wirklich einen perfekten Platz. Wie wundervoll. Oder wie wunderschön. Ja, die Farben des Feuerwerks reflektieren sich auf Sakuras Gesicht, als sie das flüstert. Und sie schaut geradezu magisch, wunderschön da. Hier oben haben wir es jetzt nochmal, also Hanabi. Hier, wo die Maus jetzt gerade langfährt. Blume und Feuer. Yokogawa. Ja, also ihr seitliches Profil, seitliches Gesicht wird erstrahlt von dem Licht, was das Feuerwerk ausstrahlt. Und reflektiert. Tja, und ich schlucke ein bisschen meinen Speichel hinunter. Sakura. Hi. Ja? Wollte ich jetzt auch nochmal genießen. Seelenverwandter. Genau, das war ja Doshi. Am Ende der letzten Folge eine Sache, die Sakura uns gesagt hat, dass wir ein Seelenverwandter seien. Seelenverwandter. Ja, es ist schon so, wie du sagst, aber wie dem auch sei, das, was wir hier haben oder was wir sind, zuallererst sind wir Mann und Frau. Bevor du... Hä? Ohanwa? Was ist denn Ohanwa? Yume o miru mae ni. Mazu oidon no koto otoko toshite mite kuren desu ka? Ich habe so eine Vermutung, warum er so... das so komisch formuliert und warum es auch hier unten im Englischen in Anführungszeichen steht. Es ist wahrscheinlich ein Zitat irgendwo aus Samurai Maiden. Wahrscheinlich. Bevor du träumst, solltest du vielleicht versuchen, oder du solltest du mich als einen Mann betrachten. Dachte ich mir schon. Auf irgendeine Art und Weise schaffe ich es, den sehr schwierigen Satsuma-Dialekt, der in Samurai Maiden gesprochen wird, ohne dass ich stottere dabei. Ich habe es immer und immer wieder gelesen, deswegen kann ich diese sehr berühmte, diese sehr berühmte Zeile von Samurai Maiden rezitieren mit meinen geschlossenen Augen. Obwohl, Satsuma, wahrscheinlich dann ein R oder, ja, wahrscheinlich ein R, Satsuma, deswegen auch, solltest du mich als Mann sehen, also, obwohl er Saigo-chans Identität, kannte, also ihr Kindheitsfreund Satsuma, der mit ihr als Geistes-Seelenverwandter an ihrer Seite kämpfte, hat er seine
trotz dessen seine versteckten Gefühle in this once in a lifetime scene, in dieser ja einmaligen, einzigartigen Szene aus in dem Manga ihr gestanden. Sakura sollte sofort eigentlich sich daran entsinnen oder erinnern können, welche Art von Szene es war, in der diese ja, Zeile benutzt worden war, oder dieses Zitat. Deswegen sollte sie doch realisieren, wie ich empfinde. Sakura schaut mich mit einer, ja, spaced out, mit einem etwas geistesabwesenden Ausdruck an. Erwartung, Angst und ganz viele andere verschiedene Gefühle rasen innerhalb desselben Momentes durch meinen Kopf. Solch eine Sache kann ich nicht tun. Um die Bevölkerung von Japan vor den barbarischen Feinden zu beschützen, habe ich dem verstorbenen Lord Naliakira versprochen, dass ich all meine Kraft, all mein Leben für dieses eine Ziel verbrauchen würde. Und um dies zu erreichen, darf ich keine Frau sein. Deine Gefühle machen mich glücklich, aber akzeptieren werde ich sie nicht können. Sakura rezitiert Saigo-Shans Antwort Wort für Wort, ohne nur einen Fehler zu machen. Oh, der arme Hauptcharakter. Das tut mir jetzt echt leid. Oh, das ist großartig. Oh, ich könnte diese Szene in meinem Manga auch verwenden. Oh, es tut mir leid, Florian-san, aber ich muss jetzt zurückgehen. Oh, wenn ich jetzt also tatsächlich in so einer Situation an der Stelle wäre, ich würde wahrscheinlich erstmal ein paar Stunden steif gefroren da sitzen und nicht wissen, wie ich darauf reagieren soll. Ach, der Arme, es tut mir wirklich leid, es schmerzt mich. Okay, machen wir mal weiter. Sakura wird ganz aufgeregt und schreitet die Steinstufen alleine hinab. Ja, genau. So und nicht anders würde ich auch reagieren. Oh Gott. Ich verstehe es gut, mein lieber Hauptcharakter. Ich verstehe es gut, mein lieber Namensvetter. Ja, genau. Ich glaube, meine echte Reaktion ist jetzt ganz gut so, wie auch der Charakter hier lachen würde. Deswegen machen wir mal weiter. Ich kann nicht anders als zu lachen. Ich habe es so offen gesagt und trotzdem hat sie es immer noch nicht kapiert. Oh mein Gott, sie kann wirklich an nichts anderes als den Manga denken, der gerade... Ja, an dem sie gerade arbeitet und der gerade vor ihren Augen ist. Aber ich muss schon zugeben, diese, wahrscheinlich meint er eben diese etwas sehr schwer von begriffsmäßige Art von ihr, diese Seite an ihr, die mag ich auch, deswegen ist das Ganze ein bisschen schwer zu handhaben. Okay, ich werde aufhören, das Ganze forcieren zu wollen. Ich werde mich einfach weiter anstrengen und Stück für Stück, Schritt für Schritt weiter voranschreiten. Okay, eindeutig bis jetzt meine Lieblingsszene aus der Sakura-Route, die ansonsten doch dann und wann mal recht schwierig zu handhaben war, aber ja, es war echt schön. Irgendwie traurig und doch gleichzeitig schön. So, einmal durchatmen und wieder konzentrieren hier aufs Übersetzen. So. Mal sehen, ob Sakura vielleicht doch irgendwie das Unterschwellige ein bisschen bemerkt hat, je nachdem, was sie jetzt hier in dem Gespräch mit den dreien wieder schreibt. Und, wie ist es gelaufen, Sakura? was meinst du denn, wie gelaufen? Naja, du und Florian, ihr seid doch zusammen zusammen irgendwo hingegangen, um das Feuerwerk zu betrachten. Nur ihr zwei, richtig? Hattest du Spaß? Ach, so meint ihr das. Na, etwas Wunderbares ist passiert. Ich war sprachlos.
Aha. Hä? Hey, wir sind Familie, alles klar. Deswegen könntest du diese gute alte Kadin hier nicht wissen lassen, was denn dieses Wunderbare gewesen war? Kadin-chan, du klingst wie ein alter Mann. Ich bin mit einer wunderbaren Idee für meinen Manga. Ja, oder ich habe eine wunderbare Idee für meinen Manga gefunden. Ha? Hä? Ach, Florian ist solch ein Genie. Er hat so wunderbare Ideen. Ich wäre niemals mit so etwas alleine. Ja, oder niemals wäre mir sowas etwas ganz alleine eingefallen. Aber war es nicht irgendwie eine Art besonderer Moment? Sie sagt eigentlich I. Fuinki, also eine besondere Atmosphäre, ja, oder eine gute Stimmung gewesen. Ja, es war wirklich sehr besonders. Oh, Florian hat diesen Moment oder diese Fuinki. Ja gut, Fuinki, was für eine Konnotation oder was für. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Sache von dem Wort im Japanischen Fuinki. Oder Fun. Ist auch immer ein bisschen schwer auszusprechen. Funiki. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gerne Fuinki aussprechen, weil es leichter zu sprechen ist. Atmosphäre, Stimmung, Flair. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie eine andere Konnotation mit drinne ist, die mehr was von was Bildliches hat, weil wir ihr ja das Bild vor Augen gegeben haben mit der Szene mit dem Manga, als wir es rezitiert haben. Deswegen, also er hat diesen wunderbaren Moment geschaffen und mir gezeigt. Das bedeutet. Oh, um ehrlich zu sein. Oder, übrigens, ich muss jetzt unbedingt anfangen, den Manga mit dieser brillanten Idee anfangen zu zeichnen. Deswegen bitte ich, dass ihr mich entschuldigt. Cherry Blossom has left the chat room. Sakura? Sakura-chan? Ah, sie ist also weg, ha? Ja, sie ist weg. Ich schätze mal, Florian hat schon sein Bestes versucht, nicht wahr? Oh mein Gott, sie ist einfach mal das Schwerste vom Begriff, was auf Erden wandelt. Oh, irgendwie fange ich schon an, dass mir Florian ein bisschen leid tut. Meinst du, wir sollten ein bisschen nachhelfen? Ich glaube, das wäre ein bisschen unfair. Tatsächlich, ja. Ich meine, selbst wenn sie mit ihm zusammenkommt, er wird in einem Monat zurück in sein Land gehen. Deswegen, ich weiß nicht, ob es wirklich Bestand hätte. Wir sollten neutral bleiben und nur helfen, wenn einer von den beiden oder beide uns danach fragen. Ja, du hast recht. Tja. Weil ich glaube, dass die Szene jetzt wieder ein bisschen länger geht und ich die Folgen ja ein bisschen kurz halten muss, damit ich bestenfalls jeden Tag euch eine Folge geben kann über die Tage, wo ich jetzt weg bin. Wenn ich mal an dieser Stelle hier die Folge, wir haben jetzt zwei gut interessante Szenen hinter uns, da kann ich auch wieder jetzt noch mal ein kleines bisschen Luft schnappen nach dem über Manga-Rezitation, Zitierung, indirekter Liebesgeständnis und vollkommen Abgewiesenheitsszene bei dem Feuerwerk. Ja, muss ich auch mein gebrochenes Herz ein wenig ruhen lassen. Und damit Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.